Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, da bin ich endlich mal wieder etwas spät dran. Bei mir ging leider in letzter Zeit privat vieles drunter und drüber, sowohl mit Uni als auch vor allem gesundheitlich. Deswegen seht es mir nach, dass ich es leider nicht wirklich geschafft habe aufzunehmen und Videos zu schneiden. Ich nehme das jetzt gerade auf am Samstag, bevor das Halloween-Event verschwindet, also am 4. November. Ich hatte noch ein paar Videos vorproduziert, die werden vor diesem Video noch kommen. Das heißt, das Video kommt jetzt nicht direkt am Samstag, sondern etwas später. Ja, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Wir werden uns heute dann das Halloween-Event mal angucken. Ich werde auch versuchen, heute alle Folgen hintereinander aufzunehmen, sodass ich dann auch das komplette Halloween-Event euch einmal gezeigt habe. Bei den täglichen Sachen und Dingen, die man sich verdienen kann, weiß ich nicht, wie weit ich dann da komme. Wahrscheinlich nicht so viel, aber auf jeden Fall werden wir hier alle Quests zusammen machen. Ja, und dann wünsche ich euch erstmal viel Spaß beim Zusehen. Ich war auf noch gar keinem Account von mir jetzt online, also ich weiß überhaupt nicht, was mich jetzt hier erwartet. Letztes Jahr konnte ich das Halloween-Event auch schon nicht spielen. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir einfach mal hier bei Pö der Krähe anfangen. Weiß nicht, wie man sie ausspricht. Hallo, ich bin Pö die Krähe. Kenne dein Ziel in Ferne und Nähe. Während andere sich verstecken und kein Wort sagen, musst du dich in die Festung des Galoppierers wagen. Dort wartet ein Geist namens Kaspar auf dich. Die Antwort, die du suchst, kennt sie sicherlich. Sie kennt dort jeden Stein, keine Angst, sie weiht dich ein. Zögere nicht, hast du eine Wahl? Sei mutig und geh durch dein Portal. Nee, durch einen, sorry. Mehr Worte für dich habe ich nicht im Sinn. Und jetzt spute dich, reite schnell dorthin. Das ist ja geil. Keine Reiben. Nee, also es tut mir wirklich leid, Leute. Aber ich hatte da. Vor allem auch gesundheitlich habe ich momentan einige Schwierigkeiten. Das klärt sich jetzt alles innerhalb der nächsten Wochen, wie das da jetzt weitergeht. Und da hatte ich tatsächlich aufgrund von körperlicher Einschränkung und aber dann auch dadurch mangelnder Motivation, aufgrund von Schmerzen und Niederschlägen, wenn man so Diagnosen bekommt, leider nicht so die Motivation und vor allem auch meistens konnte ich auch einfach nicht aufnehmen. Deswegen seht es mir bitte nach. Ich versuche das jetzt heute alles nachzuholen, weil heute geht es mit den Schmerzen. Und gucken wir mal, wie weit wir kommen. Ich hoffe, dass wir das komplette Event schaffen, zumindest was die Quests angeht. Und wie gesagt, diese Sammelaufgaben werde ich wahrscheinlich nicht mehr fertig bekommen. Aber ich versuche mich zu bemühen. Mal sehen. Ich finde die Festung des Galoppierers auch einfach immer noch super cool. Ich hatte ja schon mal erwähnt, dass Halloween mein Lieblingsevent ist. Und ich liebe auch einfach diese, ich sag mal, zweite kleine Welt. Auch bei Weihnachten. Das Winterdorf, ich finde das voll cool, dass man dann immer noch so in so andere Bereiche kann und so. Aber okay, fangen wir jetzt hier erstmal an. Mal gucken, was uns erwartet. Mensch, Maya, du bist so ungefähr der 100. Mensch, der mich heute aufsucht. Geht es wieder um einen sprechenden Vogel? Huch, ich brauche dringend eine Klingel an diesem Portal. Hä, das ist doch jetzt die andere Quest. Was ist denn jetzt aus Pö der Krähe geworden? Ich weiß auch nicht. Also gut, du bist in der Festung des Galoppierers. Und diesen Ort gibt es schon sehr lange. Der Galoppreiter, okay? Ihm gehört diese Festung. Und das hier ist sein Reich. Jeden Herbst, etwa um diese Zeit herum, wenn der Schleier zwischen unseren beiden Welten schwächer wird, findet er seinen Weg zurück nach Jorvik. Was er auf Jorvik macht? Er sucht nach Seelen, ist doch klar. Er verfolgt ahnungslose Leute, dann zerrt er ihre Seelen hier in die Festung. Ich bin das beste Beispiel. Aber so schlimm ist das gar nicht. Wir bekommen hier die ganze Zeit neue Leute rein und finden Freunde. Jedes Jahr schleppt der Reiter etwas Unerwartetes und Spannendes an. Ich sag's dir ehrlich, die Festung des Galoppierers ist eher sowas wie der Spielplatz des Galoppierers. Du musst nur wissen, wonach du Ausschau halten solltest und dir die ganze Dunkelheit und so wegdenken. Es gibt jede Menge Spiele zu spielen, Rennen zu machen, Tränke zu brauen. Du kannst hier sogar shoppen gehen. Nicht schlecht, was? Wenn du noch ein bisschen bleibst, zeige ich dir all die spaßigen Dinge, die uns hier bei Laune halten. Ja, wenn du mal aufhören würdest zu tanzen, wäre es auch ein bisschen weniger nervig, mit dir zu sprechen. Aber naja. Was sagst du, Kind? Bist du dabei oder bist du dabei? Ich bin dabei. Gut, dann schau dich ein bisschen in der Festung um. Sieh dir den Kessel an, das Lager, den Stall und was dir sonst noch so ins Auge fällt. Dann machen wir das.
wird jetzt wahrscheinlich eher weniger spannend, weil das hat ja zumindest jeder von euch, der aktiv Star Stable spielt, gesehen. Die neuen Pferde habe ich auch noch nicht gesehen. Das hier ist der Stall. Wie ein Stall funktioniert, erkläre ich dir jetzt nicht. Aber sieh dir mal diese unheimlichen Schönheiten an. Ja, das mache ich mal. Was ist denn das für ein Grundmodell? Ich finde, das sieht ein bisschen aus wie ein Haflinger. Beziehungsweise wie ein... Hier. Das ist eines Haflingers. Doch, hat er recht. Oh mein Gott, dieses Pferd ist so schön. Oh, ich hasse das, dass sie das magisch machen müssen. Warum kann es das nicht einfach nur so geben? Ich würde es so lieben, ne? Ich finde meistens die... Okay, die finde ich nicht so schön. Aber ich finde hier auch... Ich finde einfach die normale Form, ich finde die so schön. Aber ich mag einfach keine magischen Pferde. Ich bin ja schon froh, dass man das mittlerweile ausschalten kann. Aber, ich fände es einfach schöner, wenn die das so anbieten würden. Man kann es einmal als magisches Pferd kaufen und einmal halt als nicht magisches Pferd. So, dass man es halt einmal nur so kaufen könnte. Ich würde die meisten magischen Pferde kaufen, einfach weil ich die... Oder hinten glitzert was. Einfach weil ich die, ich sag mal, nicht magische Form so schön finde. Aber ich kaufe sie halt einfach alle nicht, weil ich die magische Form nicht mag. Was war das jetzt? Ein Pferdehaar. Okay. Ja, bei den Haustieren, ihr wisst ja, die sieht ja geil aus. Ihr wisst ja, ich bin kein Fan davon, Haustiere zu kaufen. Ich würde zum Beispiel die 350, davon kann ich mir einen Pony kaufen. Da kaufe ich mir lieber einen Pony und level das, anstatt meine Starcoins für Haustiere rauszuschmeißen, weil die kann ich mich nicht leveln oder irgendwas damit machen. Das ist nämlich einfach nur Optik. Oh, wahrscheinlich muss ich da rüber. Okay. Da auch? Ja. Ich bin immer kein Fan davon, nur für optische Dinge irgendwie Währungen auszugeben, die echt Geld kosten. Das hier ist die Turminsel. Diese bedrohliche, aussehende Festung hat eine lange Geschichte. Zu lang, um sie dir zu erzählen. Heutzutage schmeißen wir hier immer unsere Partys. Ja, auf dieser Insel gibt es jede Menge Spiel und Spaß. Hier verpasst keiner die nächste Runde von Verliese und Kürbisse. Okay. Was wollt ihr jetzt sagen? Achso, ich bin mal kein Fan davon, Echtgeldwährungen, was Darkcoins ja nun mal auch sind. Weil man kann sie ja nicht verdienen. Ja klar, man bekommt sie wöchentlich. Aber man kann sie sich ja nicht irgendwie verdienen. Und ich bin kein Fan davon, solche Währungen dann für irgendwas Optisches auszugeben. Sowas gebe ich dann, wenn, lieber nur für Spielvorteile aus. Oder neuen Inhalt, wie neue Pferde sind jetzt kein neuer Inhalt, aber sie bringen mir neuen Inhalt, dass ich wieder was zum Leveln habe. Daneben dir steht der große Braukessel. Pass auf, wo du hintrittst, Kind. Er ist etwas aufbrausend. Ehrlich gesagt könnte Karin wohl etwas Hilfe dabei gebrauchen, ihn zu beruhigen. Ich muss dich warnen. Du näherst dich dem Kessel auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Verantwortung für die Dinge oder Lebewesen, die hineinfallen. Entschuldige, ich muss das erwähnen. Es gab in der Vergangenheit Vorfälle. Okay, ich hatte jetzt nicht vor, da reinzuspringen, aber danke. Diese Kiste und so hier gewähren dir Zugriff auf alles, was du in deinem Kleiderschrank zu Hause hast. Wie das funktioniert, weiß ich doch nicht. Okay. Das hier sind unsere Händler. Sind etwas wortkarg, aber sie haben jede Menge gruselige Sachen zu gar nicht schrecklichen Preisen. So, was fehlt uns denn jetzt noch? Ich glaube, nach oben muss ich, ne? Ja, ich habe jetzt mal hier Demon gewählt, weil ich fand halt sowohl der Name als auch das Aussehen passt ganz gut zu Halloween. Meiner Meinung nach. Deswegen habe ich mich für den kleinen Kerl entschieden. Ja, ich glaube, hier müssen wir hin. Das hier ist die Insel der Hoffnungsvollen. Hübsch, nicht? Hier kommen wir hin, wenn wir uns entspannen wollen. Oder ein, zwei Kerzen für die anzünden wollen, die wir zurückgelassen haben. Klingt ja wunderschön. Also ich hätte gerne wenigstens irgendein Haustier. Also ich habe ja schon gehört, dass man hier mehrere Haustiere
sich verdienen kann. Ich springe jetzt hier einfach runter. Ich denke zwar, dass ich nicht mehr wirklich viel schaffen werde, aber wenigstens gern irgendeins der Haustiere hätte ich gern. Bin ich ehrlich. Und das sind die ganz tollen Sachen hier in der Festung. Die Portale bringen dich an noch mehr seltsame Orte. Und ich habe Gerüchte von Seelensplitter-Tornados drüben auf Jorvik gehört. Das dürfte ordentlich brausen. So. Wo fangen wir denn jetzt an? Ich würde sagen, wir gucken einfach mal da, wo wir vorbeilaufen. Machen wir aber als erstes. Gucken wir doch erstmal hier. Nein, ich weiß nicht, warum du es mir so schwer machst. Kannst du nicht einfach... Oh, siehst du? Jetzt hast du mich dazu gebracht, laut zu werden. Denk an das, was Mama immer sagt. Karin, tief durchatmen. Ja, und das tut mir auch furchtbar leid. Aber sieh mal, hier ist eine andere Person, die gerne einen Trank brauen würde. Was willst du ihr denn sagen, hm? Dass das nicht geht? Es tut mir so leid, dass du das mit ansehen musstest. So übellaunig habe ich den Kessel noch nie erlebt. Aber wo sind denn meine Manieren? Oh je, Mama würde sich für mich schämen. Ich heiße Karin. Und du? Oh, bei den Sternen. Du musst Aglaia sein. Die Soul Riderin. Ich habe schon so viel von dir gehört, aber es hat nie jemand erwähnt, wie süß du bist. Oh, tut mir leid. Das gehört sich nicht. Komm schon, Karin. Nimm dich wie ein Profi. Dieser Kessel benimmt sich ganz schlimm daneben. Könntest du mir helfen, ihn mit den Dingen zu füttern, die er haben will, damit er sich beruhigt? Bisher hat er etwas von Moos, Geisterschleim und einem Spinnenei gegrummelt. Könntest du vielleicht diese Dinge suchen und mich dann nochmal ansprechen? Du findest alle Zutaten irgendwo hier in der Festung. Ja, ich würde sagen, das suchen wir so ein bisschen nebenbei. Also, wäre jetzt so mein Vorhaben gewesen. Wir haben ja eben auch schon so ein... Guck mal, da ist schon was. Wir haben ja eben auch ein Pferdehaar gefunden. Ich würde sagen, wir reiten hier einfach rum. Ach, es wird da oben sogar angezeigt. Wir reiten hier einfach rum und machen hier die anderen Quests weiter. Und wenn wir nebenbei was sehen, dann sammeln wir das halt einfach ein. Ich finde, das ist ein guter Plan. Dann machen wir doch hier erstmal weiter. Eine lebendige Seele an diesem grausamen Ort? Du magst freiwillig hierher gekommen sein und lebendig, aber mein Schicksal war mir weniger gewogen. Oh, die Erinnerungen an meine Entführung verfolgen mich noch immer. Die Erinnerungen an die Nacht, in der ich aus meinem Körper gerissen und an diesen verlassenen Ort gebracht wurde. Du musst wissen, ich war nicht immer so. Damals, als ich noch die Luft Jorviks atmete und mit zwei Beinen fest auf Jorvikschem Boden wandelte, streifte der Galoppreiter durch unser Land. In jedem Herbst kehrte er nach Jorvik zurück und verbreitete Schrecken und Verderben. Jeder, der das Pech hatte, seinen Weg zu kreuzen, wurde gejagt. Jeder, den er erwischte, nun, du siehst ja, was mit mir passiert ist. Ich hätte wissen müssen, dass etwas nicht stimmt, als diese seltsame Nebel aufzog. Und ich hätte um mein Leben rennen sollen, als ich das Echo der galoppierenden Hufe hinter mir hörte. Aber ich konnte mich kaum umdrehen, da hatte er mich schon erwischt. Ich konnte ihm leider nicht entkommen, aber in dir spüre ich da etwas. Vielleicht hätten du und Demon ein anderes Schicksal gefunden, wärt ihr an meiner Stelle gewesen. Vielleicht seid ihr diejenigen, die anders als ich eine Flucht vor dem Galoppierer überlebt hätten. Wenn du dich das fragst und es auf einen Versuch ankommen lassen möchtest, würde ich dir meine Erinnerung aufbürgen. Mit einigen Seelensplittern kann ich die Erinnerung daran, wie mich der Galoppreiter verfolgte, heraufbeschwören. Allerdings würde er dieses Mal dich jagen. Was sagst du? Okay. Ich würde aber sagen, so eine Kleinigkeit können wir noch machen. Wir können uns ja mal angucken, was es so in den Shops gibt. Okay, Maske. Bin ich jetzt nicht so der Fan von, ehrlich gesagt. Ich wollte schon immer Steve sein. Nee, also... Die sehen zwar ganz hübsch aus, aber brauche ich jetzt nicht. Haben wir hier so Skelett, Mumie und Galoppreiter outfit? Okay. Das ist jetzt, glaube ich.
Das sind alles so alte Sachen. Ist jetzt auch nicht so meins. Das sind, so wie es aussieht, glaube ich, die neuen Sachen. Aber hier gibt es so schöne Sachen an Halloween. Ich würde mir gerne ein Outfit irgendwie leisten können, aber das werde ich wohl nicht schaffen. Ich kann ja vielleicht gucken, dass ich wenigstens irgendwie so einzelne Teile bekommen könnte. So, ich finde zum Beispiel das hier echt schön. Das kaufen wir jetzt auch einfach mal. Also den dazugehörigen Sattel feiere ich jetzt nicht so. Klar, wenn man das ganze Outfit hat, ist es cool, aber das werde ich wohl nicht schaffen. Aber das, was ist ein Bosal, ne? Nee, Halfter? Upsala, Halfter meine ich ja. Bosal ist das hier unten. Das. Das finde ich auch so schön. Ich finde, das kann man auch super mit einem braunen Sattel zu einem ganz normalen Outfit tragen. Ja. Bei dem Rest sagt mir jetzt erstmal nicht so extrem zu. Also ja, hier die Sachen, die sind schon cool, aber die wären halt nur richtig cool, wenn man halt das ganze Outfit hat. Und das werde ich wohl nicht schaffen. Deswegen belassen wir es jetzt erstmal bei dem Halfter und ich guck mal, was ich dann vielleicht noch so kaufen könnte. Hier sind noch andere Outfits. Ein kleiner Kürbis. Ich weiß ja nicht, so jetzt komplett grün oder so brauche ich jetzt nicht. Ich glaube, das sind auch ältere Outfits. Ich weiß es nicht. Ja, weiß ich nicht. Davon bin ich jetzt auch nicht so der Fan. Ja, mal gucken. Je nachdem, was ich mir noch so leisten kann, was ich mir dann hier nochmal so hole. So, ihr Lieben, das war's dann aber auch erstmal für die heutige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Leider etwas verspätet und vielleicht auch ein bisschen chaotisch, aber wir werden hier nächstes Mal weitermachen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!